Heute stellen wir uns die Frage, was zu tun ist, wenn mein PC mit einem Virus befallen ist. Ein guter Einstiegspunkt ist das CT-Magazin mit der CT-Desinfekt-CD bzw. DVD. Allerdings muss man sagen, das System ist kein Allheilmittel und es gibt einige Dinge zu beachten. Und genau die klären wir jetzt nach dem Intro. Also wir haben das Problem, unser PC hat einen Virusbefall, zum Beispiel einen Ransomware-Trojaner oder irgendeinen anderen Virus sich eingefangen. Jetzt stehen wir vor dem Problem, wie wir damit umgehen. Das allererste ist, erstmal den PC abschalten und vom Internet trennen. Wir reden hier natürlich nur von Windows-PCs und wenn ich den Verdacht habe, dass der befallen ist, einfach ausschalten, Strom und Internet vom Gerät erstmal trennen. Ein guter Einstiegspunkt ist, wie gesagt, CT-Desinfekt. Hier kann ich dann einfach mit einem Linux-Live-System in mein System hochfahren und muss keine Angst haben, dass ich dort dann die Viren nochmal starten. Die Viren sind ja für Windows ausgelegt und es ist relativ unwahrscheinlich, dass die dann auch in der Lage sind, auf Linux zu starten. Also fangen wir einmal an. Die erste Frage ist natürlich, wo bekomme ich jetzt CT-Desinfekt her? Da habe ich im Prinzip im Heise Shop zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir das Ganze hier als PDF oder als Printversion. In beiden Fällen bekomme ich die ISO-Datei dazu, das ist also kein Problem. Die ISO-Datei ist dann das CT-Desinfekt-System, mit dem ich dann eben hochfahren kann und meine Dateien retten kann. Allerdings muss ich natürlich auf die Printausgabe warten, das PDF bekomme ich sofort und deshalb würde ich auch genau das hier nehmen, damit ich einfach sofort loslegen kann, in dem Moment, wo ich vor dem Problem stehe. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das Video anguckt, das ist jetzt die Version 21.22. Wichtig ist halt, die aktuellste zu verwenden, da diese Virensignaturen immer nur eine Zeit lang abgedatet werden und dann irgendwann nicht mehr. Zum Beispiel bei der Version kann ich bis Oktober 2022 neue Signaturen bekommen und danach eben nicht mehr und deshalb sollte man immer gucken, ob es da vielleicht auch eine neue Version gibt. Wenn ich das dann gekauft habe, dann bekomme ich ein ISO-Image und eine PDF. Das sieht bei mir dann so aus. Und damit ich jetzt loslegen kann, muss ich das Ganze auf einen USB-Stick bringen. Einen USB-Stick habe ich auch schon angeschlossen und deshalb würde ich jetzt mal Rufus starten. Rufus hilft dabei, ISO-Dateien bootbar auf einen USB-Stick zu übertragen. Testen jetzt mal nicht auf eine neue Version. Wer das runterladen möchte, das gibt es als portable Version. Ich packe euch die Links natürlich in die Videobeschreibung. Gibt natürlich auch andere Tools, die das können. Ich meine, die Website ist rufus.ie. Genau, die haben noch Probleme mit ihrem SSL. Aber hier finde ich eben das Tool und kann das Ganze runterladen. Wenn das passiert ist, kann ich einfach hier meinen Stick auswählen. Das ist hier so ein 64 GB Stick. Und gleichzeitig kann ich hier auf Auswahl drücken und finde im Download-Verzeichnis eben mein CT-Desinfekt. Ich mache ja auch gerne mal immer eine persistente Partition dazu, die kann mal so 3-4 GB groß sein. Wenn man die hat, dann hat man auch die Möglichkeit, auch Dinge zu tun auf dem Gerät, die dann dauerhaft erhalten bleiben. Wenn nicht, verhält sich das dann wie eine CD oder DVD, die halt nicht beschreibbar ist. So, den Rest würde ich mal so lassen und würde einfach sagen, Start. Hier werden jetzt zwei zusätzliche Dateien heruntergeladen und das Ganze bestätige ich jetzt mit Ja. Das erhöht einfach die Kompatibilität. Hier kriege ich die Warnung, ja Vorsicht, jetzt wird hier natürlich alles gelöscht auf dem Datenträger, den ich verwende. Auch das kann ich mit OK einmal bestätigen. Und auch nochmal der Hinweis, gibt mehrere Partitionen. Ja, machen wir trotzdem mal OK. Und jetzt löscht er das Ganze und ich habe dann hoffentlich gleich ein bootbares CT-Desinfekt vor mir. So, nach einiger Zeit ist nun der USB-Stick vorbereitet. Ich kann jetzt Rufus einmal schließen und muss jetzt den Stick eingesteckt lassen, natürlich beim Neustart. Wichtig, wie gesagt, ich zeige das jetzt hier auf dem Gerät, auf dem wir jetzt auch scannen werden. Wenn ich aber den Verdacht habe, dass hier auf dem PC irgendwas nicht stimmt, sollte ich dieses USB-Boot-Medium nicht hier erstellen. Alle Aktivitäten, die ich jetzt mache, sollte ich nicht auf dem PC machen. Der infiziert ist, der sollte im besten Fall keine Internetverbindung mehr haben. So, ich bin hier in der virtuellen Umgebung, die starte ich jetzt mal neu.
und versuche jetzt mal in den USB-Stick reinzubooten. Dazu starte ich jetzt den PC ganz klassisch neu, beziehungsweise wenn ihr am infizierten Gerät seid, müsstet ihr den jetzt anschalten und irgendwie ins Boot-Menü kommen. Das geht zum Beispiel mit der F12-Taste in meinem Fall, hoffe ich zumindest. Dann sollte er mir ein Auswahlmenü bringen. Genau, jetzt bekomme ich den Boot-Manager und kann jetzt hier entweder ins CD-ROM-Drive oder aufs USB-Device booten. Ich muss jetzt nochmal kontrollieren, dass das USB-Device auch tatsächlich angeschlossen ist. Ja, das sieht gut aus. Und ich wähle das mal aus und hoffe, dass das jetzt entsprechend funktioniert. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich hier im Desinfect-Auswahlmenü. Wenn ich mich mit ganz wenig Dingen beschäftigen möchte, dann nehme ich einfach den Easy-Scan und fange mir einfach das Scannen an. Das werden wir jetzt aber hier nicht tun. Wir gehen auf den ersten Punkt und klicken einmal auf Desinfect starten. So, wir sind jetzt einmal in CT Desinfect gestartet und können jetzt mit der Bearbeitung unseres infizierten PCs loslegen. Das Schöne ist, wenn ich mich jetzt selbst nicht traue, dann habe ich hier TeamViewer drauf und kann direkt TeamViewer starten. Damit das jetzt funktioniert, brauche ich natürlich eine bestehende Internetverbindung. Vorhin hatte ich ja gesagt, die Internetverbindung trennen. Jetzt wäre also der richtige Zeitpunkt, die Verbindung wiederherzustellen. Ich benutze hier ein Kabel, das soll aber auch mit WLAN in der Regel funktionieren. Das sehe ich dann hier eben angezeigt. Bei mir sehe ich jetzt kabelgebundene Verbindung und die ist auch hergestellt. Genau, also wir brauchen jetzt hier keinen TeamViewer, aber wenn ihr das Ganze benutzen wollt, einfach hier die Euler akzeptieren und auf Fortsetzen gehen, dann bekommt man hier ganz klassisch sein TeamViewer angezeigt und jemand anderes könnte sich auf diesen PC verbinden. Schließen wir jetzt aber mal, das war nicht das, was ich machen wollte. Ich führe euch jetzt einfach mal durch die verschiedenen Möglichkeiten hier zu scannen. Im Prinzip gibt es drei Dinge, die interessant sind. Das ist einmal hier Torlight, der Open Thread Scanner und den normalen Virenscan. Der Klassiker ist jetzt hier der normale Virenscan. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt die Feinheiten oder die Unterschiede nicht genau kenne. Ich habe es mir zwar durchgelesen, aber im Prinzip würde ich ja davon ausgehen, dass jetzt die gängigen Antiviren-Engines auch in der Lage sind, Gefahren zu erkennen. Der Tor-Scanner ist auf Advanced Persistent Threats, also APT, ausgelegt. Allerdings würde ich denken, wenn die offiziell bekannt sind oder wenn die öffentlich bekannt sind, dann sollte jetzt auch eine Viren-Engine auch in der Lage sein, die zu finden. Was ich jetzt hier sehe, ist, dass meine Windows-Laufwerke direkt erkannt werden und hier sehe ich auch meinen USB-Stick. Den würde ich jetzt mal aus dem Scan rausnehmen, aber hier habe ich die Windows-Laufwerke, die lasse ich jetzt alle angehakt und würde jetzt mal sagen, vorwärts. Jetzt fragt er mich, ja, mit welchen Engines willst du denn scannen? Ja, im besten Fall halt alle, ne? Dauert dann halt entsprechend länger. Aber um sicher zu gehen, nehme ich jetzt mal alle und dann sage ich anwenden. Wichtig ist jetzt hier, dass er hier anfängt, das Ganze zu aktualisieren. Hier oben sehe ich auch, dass die ganzen Engines nicht aktualisiert sind und jetzt fängt er eben genau an, das zu tun. Bei meinem Test jetzt vor diesem Video hatte ich mit dem Sophos-Virenscanner ein Problem, der konnte die Signatur nicht updaten. Vielleicht kriegt das ja jetzt hin, mal sehen. Hier sieht es jetzt wieder ähnlich problematisch bei Sophos aus. Dann kann man sich im Prinzip den Scan auch sparen. Wenn man die jetzt einsetzt, sind die extrem veraltet, die Signaturen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, jetzt hier noch mit Sophos rumzuscannen. Ja, ist aber jetzt egal, wir scannen jetzt mal mit allen. Und schauen, was passiert. Hier bekomme ich das Ganze nochmal bestätigt. Also Sophos ist hier fehlgeschlagen. Einmal mit OK bestätigen. Jetzt werden die Scanner einmal getestet. Das hat den Hintergrund, ob die überhaupt funktionieren. Es gibt also eine IK-Testdatei und die sollten jetzt alle finden. Und bei Sophos ist der auch fehlgeschlagen. Sie verwenden vermutlich dysfunktionale Signaturen. Ja, tue ich. Die wurden ja nicht abgedatet. Und wollen Sie dennoch mit diesem Scanner nach Schadsoftware suchen? Im Prinzip kann ich das jetzt abbrechen. Nehme den Haken hier raus und scanne jetzt nur mit den anderen. Ja, schade, dass das nicht funktioniert. Ja, das ist halt einmal eine veröffentlichte CD bzw. DVD und dann wird da wahrscheinlich auch nichts mehr nachgebessert. Schade ist trotzdem. Problem ist auch, dass man mit Update hier nicht besonders weit kommt.
um das Ganze jetzt. Also es gibt Paketquellen, muss man vielleicht dazu sagen. Also theoretisch hätte jetzt der Heise Verlag die Möglichkeit, danach zu bessern. Aber hier bekommt man zum Beispiel hier die Meldung 404 not found. Also der kommt gar nicht auf den Server von Heise hier drauf. Ich bekomme hier also beim Update schon das Problem, dass er hier diese Paketquellen gar nicht ansteuern kann von Heise. Theoretisch hätten sie jetzt darüber die Möglichkeit, hier Fehler auszubessern. Ist jetzt aber hier nicht passiert und dementsprechend, oder ist hier nicht möglich. Keine Release-Datei und er kommt irgendwie nicht an die IP ran. Ja. Jetzt fangen hier mal die Scans an zu laufen, das ist schon mal ganz gut. Ich mache jetzt hier trotzdem mal ein apt, ich versuche mal ein apt-upgrade zu machen. Sudo apt-upgrade minus y, aber wahrscheinlich geht da auch nichts, ja. Haben wir schon gedacht. Genau, also das Wichtigste sind eigentlich hier diese Scanner-Signaturen einmal abzudaten und dann fängt er an eben hier zu scannen. So, was ist der Vorteil jetzt, nicht in Windows direkt zu scannen? Man könnte jetzt den Einwand haben und sagen, naja, ich kann doch jetzt einfach diese Virenscanner, die gibt es oft auch kostenlos, auch wenn das Hauptprodukt was kostet, den Scanner an sich, den gibt es oft kostenlos von den Herstellern. Das kann ich doch auch unter Windows machen. Ja, da haben wir aber das Problem, dass unter Windows potenziell ja schon die Schadware gestartet ist und die eben in der Lage sein wird, sich gegen diese Scan-Versuche zu wehren oder zu verstecken. Wenn ich jetzt aber mit einem anderen System hochfahre, vor allem kein Windows-System, jetzt hier in dem Fall Ubuntu, dann ist die Schadware nicht gestartet und liegt einfach als in Anführungszeichen dumme Datei nur auf der Festplatte rum, ist nicht im Speicher geladen und die Scanner können hier viel einfacher darauf zugreifen, ja, und nach Viren suchen, ohne dass die Schadware selbst hier noch aktiv ist. Das ist der Hauptgrund, warum man jetzt hier zum Scannen so eine Live-CD benutzt. Wenn man jetzt einen befallenen PC hat, ist natürlich hier auch die Möglichkeit gegeben, über die ganz normale Ordnerverwaltung hier seine Dateien zu sichern. Also wir können mal gucken, ich müsste jetzt hier irgendwelche Windows-Laufwerke sehen. Die müssten auch eingehängt sein, er scannt ja jetzt gerade auf den. Mal schauen, 64 GB, das ist mein USB-Stick, denke ich mal. Nee, stimmt nicht, das ist tatsächlich meine Windows-Partition. Und was ich jetzt hier zum Beispiel finde, ist dann unter Benutzer oder Users habe ich meinen Nutzer UsefulWid oder UV. Und hier sehe ich dann das, was wir vorhin auch unter Downloads gesehen haben. Hier habe ich also die PDF-Datei und auch diese ISO-Datei liegen. Wie gesagt, sollte man nicht tun vom gleichen PC. Ich habe hier aber keinen befallenen PC und ja, will das nur vorführen. Dementsprechend habe ich es jetzt mal so gemacht, vom gleichen PC das zu starten. Was ich hiermit aber sagen will ist, ich sehe ja jetzt hier meine ganzen Windows-Dateien. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, na, die sichere ich mir jetzt einfach mal auf eine externe Festplatte zum Beispiel. Das geht tatsächlich. Ich kann mir hier eine externe Festplatte anschließen. Mein USB-Stick zum Beispiel habe ich ja auch angeschlossen. Und genau dafür würde ich es auch benutzen, allerdings unter der Einschränkung, dass man hier aufpassen muss, dass man nicht den Virus mitkopiert. Deshalb wäre mein empfohlenes Vorgehen, Desinfect überhaupt nicht zu benutzen und ein Backup, das vor der Infektion mit dem Virus erstellt wurde, einzuspielen. Ihr hört mich jetzt gleich sagen, kein Backup, kein Mitleid, denn dafür sollte man nämlich genau ein Backup haben, falls man zum Beispiel mit einem Virus infiziert wird. Wenn man jetzt aber kein Backup hat und ist jetzt darauf angewiesen, die Dateien hier wieder herzustellen, kriegt ihr trotzdem kein Mitleid von mir, aber natürlich ist das eine Option. Allerdings sollte man jetzt hier nicht blindlings hergehen und das Ganze kopieren, sondern man sollte erstmal alle Scanner laufen lassen, um sicherzustellen, dass die Gefahr, dass man den Virus mitkopiert, so gering wie möglich ist. Das geht übrigens auch, falls ihr eure Festplatte mit BitLocker verschlüsselt habt. Hier gibt es jetzt auch die Möglichkeit, einfach ein Laufwerk zu klonen oder zu sichern. Auch das ist ja möglich, allerdings ist das nicht unbedingt der Anwendungszweck, denn ich würde ja behaupten, wenn ich jetzt nur ein Problem mit meinem Laufwerk habe, dann muss ich jetzt nicht unbedingt Desinfekt starten, da gibt es dann andere Möglichkeiten für. So, jetzt hat er mir hier die ganzen Laufwerke neu eingehängt, ja, ist ja auch ganz nett. Jetzt kommt hier der nächste Scanner, F-Secure, File is too large. Hey. Ja, okay, dann scan die mal nicht, genau. Also nochmal zurück zum Vorgehen. Wir spielen als erstes unser Backup wieder ein, vor der Infektion. Falls wir keins haben, dann machen wir hier erstmal ein Scanner-Update, so wie ich es gerade gezeigt habe. Lassen alle Scanner laufen, und zwar wirklich alle, also das, was ich jetzt gezeigt habe, die alle möglichen anhaken. Dann führen wir noch Tor Lite und den Open Thread Scanner aus.
Und das sollte dann wirklich die Gefahren eliminieren, dass wir jetzt irgendwie noch den schlafenden Virus mit übernehmen. Dann würde ich eine USB-Platte anstecken, erst dann, nicht vorher, und die Dateien anfangen zu übertragen. Das geht halt hier, ne, in diesem Explorer-Window, will ich mal sagen, aber ich weiß nicht, wie der jetzt hier auf Ubuntu heißt, aber hier sieht man ja alle eingesteckten Festplatten und so weiter. Dann kann man das Ganze einfach rüber kopieren und seine Daten sichern. Danach muss man den befallenen PC einmal neu aufsetzen, das heißt formatieren und Windows neu installieren und auch nicht nebendran oder sowas. Die Festplatte muss während der Windows-Installationsroutine wirklich formatiert und neu aufgesetzt werden. Und erst dann kann ich hergehen und die Dateien zurückspielen. Aber auch das sollte ich erst machen, wenn ich das installierte Windows einmal komplett geupdatet habe, also sichergestellt habe, dass alle Windows-Updates eingespielt sind und auch die Defender-Signaturen aktuell sind. Es besteht ja immer noch ein Restrisiko, dass bei den gesicherten Dateien irgendeine unerwünschte Datei dabei ist. Und da sollte man halt sicherstellen, dass man keine Sicherheitslücken hat oder auch der Defender in der Lage ist, das Ganze zu finden. Was sollte man denn auf keinen Fall tun? Man sollte auf keinen Fall den infizierten PC einfach weiterverwenden ohne eine Neuinstallation und hoffen, dass hier das Desinfekt-Tool schon alles erledigt hat. Das wird nicht der Fall sein, denn das Desinfekt-Tool hat gar nicht diesen Fokus, das zu tun, sondern hier werden einfach nur Viren entfernt. Das funktioniert wahrscheinlich relativ gut. Allerdings hat der Virus ja schon Schaden auf eurem PC angerichtet und den wird die Desinfekt-CD nicht reparieren. Der entfernt zwar die ausführbaren Dateien des Virus, aber wenn der sich irgendwo in die Registry irgendwas reingeschrieben hat, das bleibt natürlich bestehen. Und man sollte auch nicht hier jetzt Dateien unbedacht kopieren. Wie gesagt, erst scannen und gut aufpassen, was man da kopiert. Der Scan ist jetzt abgeschlossen und ich habe gute Nachrichten, es wurde kein Virus gefunden. Sollte bei euch natürlich einer gefunden werden, heißt das jetzt im Umkehrschluss, der PC muss platt gemacht werden. Natürlich vorher vielleicht die Daten sichern. Mit dem Scan sind wir jetzt aber noch nicht fertig. Das ist nämlich nur ein von drei Tools, das hier irgendwas scannen kann. Und ich würde einfach mal alle ausführen, um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles gefunden wird. In der CT ist dann nochmal genau beschrieben, was für was gedacht ist und da sind auch irgendwelche Erfolgsgeschichten drin. Allerdings diese Erfolgsgeschichten, das war eine individuelle Anpassung von den Scannern auf einen konkreten Fall. Und das habt ihr ja nicht, diesen Luxus, dass sich jetzt irgendwie jemand individuell mit eurem PC beschäftigt. So, ich führe jetzt einfach mal hier Tor Light aus und ja. Hier kann ich jetzt mit der Eingabetaste weiter. Bitte stellen Sie sicher, dass über eine Internetverbindung das Signatur-Update verfügen. Ja, ich habe zumindest mal Internet. Mal schauen, ob der sich die Signaturen holen kann. Ja, irgendwas lädt er jetzt runter. License-File V und heiße Desinfekt, genau. Also ich hoffe mal, dass der jetzt seine Updates selbst gemacht hat. Der klassische Weg, unter Desinfekt-Programme zu starten, ist der Rechtsklick aufs Desktop. Dort findet man dann verschiedene Linux-Programme, die man nutzen kann. Es gibt aber auch nochmal den Ordner Experten-Tools und dort finden wir dann die Möglichkeit, ein Signatur-Update zu machen, ohne dass direkt gescannt wird. Hier gibt es nun auch wieder den Reiter Desinfekt-Update und das Ergebnis ist das gleiche, was ich schon mit Update-Update und Update-Upgrade hatte. Es gibt einfach kein Upgrade oder irgendwas funktioniert hier auf jeden Fall bei mir nicht. Den Open Thread Scanner, den führen wir jetzt am Ende nochmal aus. Ja, der ist auch aktualisiert. Also vielleicht, bevor man hier irgendwas macht, kann man hier schon mal dieses Tool nutzen. Und dann, ja, ist hoffentlich hier schon mal alles auf dem aktuellen Stand. Auf der anderen Seite, die Tools an sich, die sind auch in der Lage, diese Updates durchzuführen. Genau, so. So, der Tor-Scanner ist übrigens ganz genau, der wirft hier auch ganz viele Warnings raus. Die kann ich mir jetzt mal angucken. Vielleicht hat er mit dem Signaturtyp da irgendwie ein Problem. Aber ich würde eigentlich denken, dass die Tools eigentlich relativ unproblematisch sind, die er da bisher gefunden hat. Er nennt es halt Suspicious oder Possibly Dangerous File Found. Das ist jetzt hier zum Beispiel auch im Papierkorb gewesen, was er da gefunden hat, muss man sich halt ein bisschen anschauen. Eine Warning ist nicht immer gleich ein großes Problem. Ich würde auch diese Scanner tatsächlich nicht gleichzeitig rennen lassen, einfach damit die sich nicht gegenseitig blockieren.
Nach 19 Minuten ist nun der Tor-Scan abgeschlossen. Und hier bekomme ich jetzt eine kleine Zusammenfassung, was er alles gefunden bzw. nicht gefunden hat. Und zwar kann ich hier einmal schauen, dass er hier 7 Warnings und 15 No-Ties, würde ich jetzt als Information einmal abtun. Wichtiger ist aber hier diese HTML-Datei. Ich würde mal den Pfad hier markieren und mit einem Rechtsklick kopieren. Und den kann ich dann nämlich im Firefox zum Beispiel öffnen und kann mir hier einen Bericht anschauen. Kann ich hier oben reinkopieren und wird dann als Datei erkannt. Hier bekomme ich jetzt also einen schön aufbereiteten Report, wo ich mir mal anschauen kann, was Tor hier gemeint hat zu finden. Hier sind die Warnings aufgelistet und hier sehe ich eben verschiedene Dateien. Zum Beispiel hat er irgendwie die ICO-Datei von TeamViewer hier mehrmals angemeckert. Das liegt jetzt bei mir sowieso im Recycle-Bin, das könnte ich jetzt löschen. Also da kann ich jetzt im Prinzip einfach hergehen und das löschen. Da muss ich jetzt nicht groß drüber nachdenken, denn das war ja im Papierkorb gelegen. Und wenn das solche Dateien sind, also TeamViewer ist jetzt zum Beispiel für mich entbehrlich, das kann ich deinstallieren und jederzeit wieder neu installieren. Wenn er hier eine Warning ausspuckt, im Zweifel das Ganze löschen, wenn ich es dann auch wieder herstellen kann. Hier habe ich das gleiche nochmal mit dem TeamViewer Portable Icon. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er da zu meckern hat. Das ist hier für mich zumindest schwer zu beurteilen. Hier auch wieder das Icon. Und ich gehe jetzt das Ganze mal durch. Hier habe ich eine WinInit-Exe, mit der er noch ein Problem zu haben scheint. Possibly dangerous file. Detects uncommon file size of WinInit-Exe. Gut, was auch immer das bedeutet. Und da kommt jetzt noch ein anderes Tool, nämlich zum Tragen. Ich würde einfach mal sagen, ich kopiere mir mal hier den File-Path. So, einfach mal einen Rechtsklick kopieren. Man hat hier ja auch einen Firefox-Browser und jetzt kann man einfach auf virustotal.com gehen und entsprechend die Datei hier hochladen und mal in Erfahrung bringen, was andere Viren-Engines denn dazu sagen. Und hier steht auch, von wem die Datei kommt. Die ist jetzt am 12.05. gescannt worden, vor 16 Minuten. Also ich kann natürlich jetzt hier den Scan nochmal neu starten. Aber wenn jetzt halt alle Virenscanner hier sagen, die wäre wohl okay. Was soll ich dazu sagen dann? Dann würde ich es einfach mal dabei belassen und die Warnung von Tor hier nicht ganz so ernst nehmen. So, und das war's auch schon. Also die muss man halt manuell abarbeiten, ein bisschen mit Verstand und Augenmaß daran gehen. Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, entweder nicht übernehmen für mein Backup oder halt hier direkt löschen, das ist auch eine Option. Dann kommt man auch nicht in Versuchung, die überhaupt dann auf die neue Festplatte zu übertragen. Ja, gut, dann habe ich jetzt mit Tor gescannt, mit den Viren-Engines und jetzt haben wir noch den Open-Thread-Scanner. Da gehe ich auch mal mit dem Doppelklick drauf. Hier sagt er wieder, prüft, dass es eine Internetverbindung gibt. Ja, die haben wir und ich bestätige das mit OK. Und was er jetzt hoffentlich tut, ist, die Sachen abzudaten, beziehungsweise das haben wir jetzt vorhin schon manuell gemacht. Die konnte der also alle updaten. Der Open Thread Scanner ist jetzt auch fertig und hat in meinem Fall nichts gefunden. Viel Ausgabe macht er hier nicht. Ich bestätige das mit OK. Und die Laufwerke will ich jetzt nicht wieder aushängen, die bleiben alle drin, deshalb gehe ich hier auf Nein. So, und arg viel mehr kann ich jetzt hier auch nicht mehr machen. Jetzt wäre dann der Zeitpunkt, die USB-Festplatte für die Sicherung einzuhängen, die Dateien rüber zu kopieren, weil ich jetzt ja die Sicherheit habe, dass hoffentlich die Infektion gesäubert ist, nachdem ich die drei Scan-Methoden, also den Virenscan, den Open-Thread-Scanner und Tor Lite verwendet habe und im Optimalfall dann die Viren auch entfernt habe. Und danach würde ich eben meine Daten auf eine externe USB-Platte sichern, die dann vom PC entfernen, den kompletten PC mit Windows neu installieren und dabei die Festplatte formatieren. Ja, und dann kann ich eben die Daten hoffentlich zurücksichern. Man braucht jetzt nicht glauben, dass wenn hier Infektionen gefunden wurden, dass der PC dann einfach weiterverwendet werden kann. Das habe ich ja schon ausgeführt, davon sollte man Abstand nehmen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn du diesen Kanal unterstützen willst, dann einfach abonnieren, Daumen nach oben. Das Prozedere ist ja bekannt.